Zerstörer. Bis zum Erscheinen der Vasallen.
Or I'll go with it. And Ahri. That's real too. That's real old, you know?
Oh shit. Alles klar. Oh. So, ich könnte jetzt auf den Bus gehen, aber... Oder... Ist eigentlich egal, aber... King Garen, der kein TP hat. Keine Ahnung. Sind faster. Ah, das ist Drehung. Oh. What the fuck? What the fuck? Nein. What? Alles klar, der Sound war noch da, dass er sich nicht wegbewegt hat. Shit, haben wir woanders. Lol. Läuft sie hier lang, glaube ich. Oh, sie geht den selben Weg. Oder sie geht... Ne, doch. Die Ulti ist halt richtig krass gegen sind. Ich wundere, dass ich jetzt hier so nicht so viel rede. Ich konzentriere mich ein bisschen mehr aufs Spiel.
Einfach so halt ein bisschen. Einfach, ich wollte einfach mal so ein Gameplay aufnehmen. Mit einer ganz chilligen Playlist im Hintergrund und einfach mal ein Gameplay raushauen. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant wie so ein besten Moment. Oder halt so ein keine Ahnung, halt so irgendwas sowas zusammengeschnitten ist, aber Full Gameplay, Leute, das kann man auch mal bringen. Deswegen. Ich lade einfach mal hoch, mal sehen, wie es ankommt. Holy shit. Richtig, richtig episches Skill. Wegen den Tilt-Faktor. Ich bin gemerkt, das ist nicht so schön. Er macht gerade ab 100% Gig. Yep. Keks essen. Ist ja ganz chillig, also. Also Leute, seht das Format jetzt nicht so irgendwie skillbezogen oder sowas. Einfach nur ein bisschen chillig. Auf der Mainlane einfach. Das soll der Sinn sein dazu. Davon. Ahri. Oh lol. Lol, ich bin dead. Oh, der Ex-Trinker! Ah! Nein! Ich wollte es mir bis zum Schluss aufheben, damit ich den Champ dodgen kann, aber es reicht nicht. Oh, bitte. Hm, war aber schlecht von mir. Aber auch gut von der Ahri getroffen. Ist okay. Hm. Wir können halt die Abfuck-Variante nehmen. Mit Dämmerung. Ja, ich finde den Bild eigentlich, ich finde den alten Bild immer ganz geil mit schwarzes Bein und so. Halt die auch irgendwie mal ein bisschen dran fest, deswegen. Weil ich es einfach mal bauen. Weil schwarzes Bein einfach auch noch gleichzeitig so viel Sustain bringt und vor allen Dingen für Zed ist schon ein Assassin, der auch manchmal Burst Damage einstecken muss, wenn er reingeht. Das nicht unbedingt schlecht, deswegen nehme es einfach jetzt mal in mein Bild rein. Die Caitlyn ist als einziges in dem Spiel wahrscheinlich drin. Wahrscheinlich. Alles klar. Solange sie aber noch kein QSS hat, stehe ein bisschen am Arsch. Oh nein, ich hab gecancelt.
Jenna-Passive darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Wenn da so ein Ahri-Carry hinterher rennt, also sie ist gerade tot, aber trotzdem niemals unterschätzen. Wenn so eine Kaylin ankommt, die übelsten Burst-Damage hat, das ist einfach übel krass. Items gekommen. Oh lol. Diego Garen. Allein mit der Präsenz ein bisschen Druck, man. Ah, jetzt könnte man nicht okay nehmen. Die Qs ist näher noch nicht. Autotech überlebt? Oh Gott. Oh. Problem ist halt aber auch, wenn so Caitlyn, wenn die zum Beispiel an einer unerreichbaren Backline ist, kann die halt so ein ganzes Team fast allein zerstören, halt mit ihrem Support, das ist übel krass. Ja, Caitlyn generell schon. Ghost mit? Alles klar. Oh Leute! Ich nehme mir mein Leu. Weil ich eigentlich die Lautstärke mal checken wollte. Und so ein Echo. Okay, schönes Hunter. Wir könnten relativ... ich weiß nicht. Das ist egal. Jetzt sind wir noch relativ tanky vor allen Dingen. Oh, schade. Yo, das war's mit diesem Gameplay. Mal gucken, wie es ankommt. Ne? Ich lade es jetzt einfach mal hoch und ja, habt noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.